Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Und zwar ist gestern ein Update rausgekommen. Und da sehen wir schon das Update. Die neuen Friesen sind da. Also die Friesen haben eine Überarbeitung bekommen. Und ja, das wird dann hier auch nochmal so ein bisschen geschrieben. Hier steht dann auch noch mit drin, dass die Brabanter haben noch mal so ein paar Grautöne, verschiedene Grauvarianten dazu bekommen und halt, dass der Friese komplett überarbeitet wurde. Hier sieht man das ja auch noch mal mit dem Friesen und ja, hier steht noch mal das mit dem Brabanter, dass halt, ja, die alle quasi einmal überarbeitet wurde, neue Töne mit dazu gekommen sind. Ich finde die Farbe echt mega, mega schön. Also es steht hier auch mit bei, dass Friesen sind ja, sagen wir mal, zu 80% sind sie schwarz. Also Rappen. Die haben es sich aber nicht nehmen lassen, verschiedene braunen Schattierungen mit reinfließen zu lassen. Also zum Beispiel das hier finde ich auch mega, mega schön. Von der Idee her auch einfach. Das kommt erst ab dem 22. September, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so drauf eingehen. Und genau, die Wettbewerbe sollen jetzt so 100% richtig bemessen und bewertet werden. Sind wir mal gespannt, ob es jetzt demnächst besser funktioniert, als es jetzt sonst immer der sonst war. Bin ich gespannt drauf. Und genau, das sind halt jetzt erstmal die Friesen. Ich habe mir jetzt mal welche rausgepickt, die jetzt neu sind, die ich jetzt gerade mal so auf dem Markt finden konnte. Das ist einmal die Stute, ist das. Die, ich weiß nicht, ich muss persönlich sagen, mich stört so ein bisschen der Kopf. Mir ist der Kopf zu gerade. Also das ist irgendwie, ich habe Friesen vom Kopf her ein bisschen eckiger. In Erinnerung. Meine Güte. Aber so vom Körperbau her passt es. Nur wie gesagt, irgendwie vom Kopf her habe ich das Gefühl, dass es gerade hier so, also das ist jetzt ein bisschen, ne? Meckern auf hohem Niveau, kann man jetzt schon fast sagen. Aber also entweder empfinde ich das nur so oder sie sind mittlerweile echt so gezüchtet worden. Das weiß man ja nicht. Das, ohne Witz, das letzte Mal, dass ich einen Friesen gesehen habe, das war zu Teenagerzeiten. Das ist jetzt, lasst mich nicht lügen, 12 Jahre her. Also in der Zeit passiert viel mit der Zucht, ne? Also wie gesagt, ich finde sie wunderschön. Schwarz habe ich jetzt gerade auf die Schnelle keine gefunden, aber das soll ja auch nicht schlimm sein. Das ist einmal das Fohlen. Auch finde ich sehr, sehr süß. Also ich finde wirklich, das Fohlen ist sehr süß gezeichnet. Auch mit dem Schweif hier finde ich es einfach mega, mega putzig. Also das ist, das Fohlen finde ich wirklich sehr knuddelig. Yuki muss schon bremsen, um sich nicht diese kleinen Knuddelflauschis zu kaufen. Aber ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz und ich habe genug Projekte hier. Und das ist einmal der Hengst. Finde ich auch sehr, sehr hübsch von Fell her und von der Mähne her. Wisst ihr, was das Lustige ist? Die Mähne erinnert mich so ein bisschen wie von den Tinkern. Das irgendwie so ein bisschen, ne? So, warte mal. Haben wir hier so ein ganz kleines bisschen, ne? Also so ein bisschen würde ich jetzt mal so sagen, so. Man sich das mal so anguckt. Also das hier bestimmt so. Naja doch, es ist ein Unterschied, aber sie sind sehr, sehr ähnlich, die Mähen. Was ja auch nicht schlimm ist. Das ist auf jeden Fall einmal der Hengst. Und hier für einen Hengst finde ich auch, dass der Kopf ziemlich, ja, geradlinig ist. Weiß ich nicht. Schreib mir das mal in die Kommentare, wie du das siehst. Sonst sind sie wirklich sehr hübsch geworden. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde sie sonst toll. So. Nee, irgendwie nicht. Was, so, der hat sich jetzt hier reingeschmuggelt. Warum? Ach so, weil du, aber du warst, glaube ich, das
620. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit dem züchten soll. Andere Frage, was sollst du denn? Was hast denn du für eine Farbgenetik? Nee, mit dem lassen wir es. So, irgendwie ist mir jetzt gerade mein Fohlen anhanden gekommen. Das weg. Futsch. Futschikalo. Ich wollte aber mit... Nee, Moment. Ich habe mich für zwei andere Hengste entschieden. So, jetzt war's. Da sind nämlich zwei dazwischen gekommen. Da hatte ich gerade überlegt, ob ich mit denen züchte, weil ich versuche ja immer noch meine Blutlinien so ein bisschen auseinander zu kriegen. Bei den Rabicados. Und das ist jetzt ein junger Mann, der erwachsen geworden ist, wo ich jetzt mal eben gucken muss. 660. 1, 2, 3, 4. So, Moment. 760. Dann hat der 4 zu 1. Nee, das kann aber nicht stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So rum war's. Rechnen kann sie auch nicht heute. Das stimmt aber. So, ein großes A hat das. Blushball 1 und ein Rowan. So, ein großes A. 2, 1 und RN. So. Das ist doch immer schön, wenn man Farben züchtet, die man dann auch haben möchte, wenn das dann irgendwann mal so weit ist. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Konfitechnisch eierst du so bei 82 rum. Ja. Ja gut. Kann nur besser werden. Kopieren. Da hat Isa ein Flexen mit der Konfi. Aktualisieren wir das nochmal. Geh doch mal zur Zuchthengst. Weiß ich nicht. Machen wir 20.000. Und machen 10 dB-chen. So. So. Der ist in der Zucht mit drin. Könnt ihr gerne mit züchten, wenn ihr wollt. Wie gesagt, also das sind so, das ist jetzt wirklich so Idealfarbe, die ich ganz gerne haben möchte. Und ja, da muss ich jetzt nochmal die nächsten Tage so ein bisschen gucken, mit welchen Stuten ich den verpaaren kann. Und wie gesagt, der freut sich auch auf Damenbesuch. Dann ist noch eine Stute erwachsen geworden, die auch aus meiner Zucht ist. Genau, die ist aus meiner Zucht, ist die... Die hatte so hohes GP. Die hatte nämlich so hohes GP. Und da kommt jetzt nämlich das mal kurz. Aber der hatte, glaube ich, mehr, oder? Ja, der hat 72. Aber da ist... Bin ich da? Ich möchte da ganz gerne den... ich möchte es ganz gerne mit den beiden probieren. In der Hoffnung, dass... dass da was Gutes bei rumkommt und dass ich nochmal ein Flexen kriege. Weil sie ist ja ein Flexträger. Das könnte funktionieren. Die Chance ist zwar klein, aber wir probieren es erstmal. So, dann haben wir dit nämlich auch. Ach ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu meinem Unfallfohlen. Also wortwörtlich. Da habe ich nur gedacht, Horse Reality möchte mich wieder ärgern. So von der Kombi her. Weil die Eltern haben ein sehr hohes GP, 749 und 752. Das Spiel hat 728 draus gemacht. Also ich glaube, eine größere Klatsche gerade als GP-Züchter kann man da nicht kriegen. Das ist, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der hat 7 Very Good und macht trotzdem Konfi des Todes. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das ist
der marschiert sofort zu Gisela. Der kriegt meinetwegen auch Flügelchen angeklebt und dann kann der die zum Flattern benutzen. Das also, nee. Der bleibt leider definitiv nicht bei mir. Der ist einfach. Das ist ein Ouchie, ist das. Aber das hat man auch mal dazwischen. Man kann leider nicht immer nur gute Pferde züchten. Also von daher ist jetzt zwar ärgerlich. In dem Sinne denke ich mir auch nur gut, dass es meine beiden eigenen Pferde sind, weil ich glaube, hätte ich da jetzt 200.000 oder so bezahlt, dann wäre das sehr, sehr ärgerlich bei dem. So, dann, da wollte ich hin. So, dann habe ich vorhin gesehen, dass im Discord die Dani, hallo, Grüße an dich, dass sie gepostet hat, dass der erwachsen ist, der Hengst. Sie hat nur, glaube ich, Quarterhorse dazu geschrieben. Und ich wollte einfach gucken, was das für einer ist, weil das interessiert mich ja auch, was ihr züchtet. Und ich habe nur gedacht so, ui, das ist ein Vollrabbi. Ja, ich komme mal mit ein paar Stuten rüber geflitzt. Und da muss ich jetzt erstmal gucken, wen wir da nehmen. Weil ich habe natürlich auch wieder sehr viele nur Rappstuten, also Rappstuten, die aber nur Träger sind. Da muss man jetzt erstmal gucken, sie ist da überhaupt nicht. Das sind alles Träger, die ich habe. Verdammt. Und ich glaube, nee. Das wird jetzt sehr, sehr schwierig. Nee, die möchte ich mit dem anderen. Ah, hier. Hier haben wir doch einen Rabbi. Das ist doch ein kompletter Rabbi. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Der ist da aber nicht mit im Stammbaum. Und ich glaube, die Mutter auch nicht. Ich sehe da jetzt gerade auf Anhieb keine Verwandtschaft. Das ist sehr gut, denn die haben, oh hier, die Very Goods haben ein bisschen gelitten. Macht aber nichts, weil dann könnten wir das tatsächlich hiermit ausgleichen. Ich hoffe, dass er das Cream nicht vererbt. Ein Splash Bite 1, also wird dabei rumkommen. Und das ist auch ein Grund, warum ich mit dem züchten möchte, weil der das nicht hat. Deswegen. Ja, wir versuchen das mal mit den beiden. Da versuchen wir das mal mit den beiden. Und wen nehmen wir denn dann noch? Haben wir noch irgendwie ein schönes? Nee, das ist ein bisschen viel. Was hast du? Ja, doch. Wir probieren es nochmal mit den beiden. Probieren wir das nochmal. Und dann gehen wir nochmal zu einem anderen Hengst, der auch ein Sohn von Gold Flame ist. Der aber ein GP von 706 hat. Kisha, da müsstest du nochmal hier GP-technisch ein paar Zeilen dazu tippen. So an sich, GP-technisch ist er in Ordnung. Ich möchte jetzt den einfach nehmen, weil der ist 100% Rabicano und so, da möchte ich dann jetzt. Eieiei, hast du da eine Null vergessen? Ist ein bisschen wenig, meine Liebe. So, dann muss ich jetzt noch mal. Ich hoffe, dass er jetzt da kein Cream oder so mit dabei hat. Sieht jetzt aber nicht so aus. Wir probieren es trotzdem mit den beiden. Und dann wollte ich noch. Wo war sie? Nein. Sag mal. Die auch nicht. Wenn man die Pferde nicht findet. So, dich aber. Nochmal schnell drüber geschaut. Das könnte gut. Schulter hast du gut. Na. Wir gucken einfach mal, was dabei rumkommt.
dass ich das auch mal so ein bisschen wieder nach oben bekomme. So. Ja. Ich glaube, mit mehr brauche ich nicht züchten heute. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen. Schreibt mir eure Meinung zu den neuen Friesen, wie ihr sie findet. Habt ihr euch neue Friesen geholt? Ja, nein, vielleicht. Lasst es mich auch gerne wissen. Hier links und rechts findest du noch zwei weitere Videos von mir. Alles rund um Horse Reality. Schau gerne vorbei, falls du mehr wissen möchtest über Horse Reality. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.